jetzt soll es um das Thema Blackout gehen. Da gibt es schon viele Kanäle, Chiemgau, etc. Ja, es gibt viele Kanäle, auf die man noch viele widersprüchliche oder teilweise konforme Sachen findet. Allerdings finde ich nicht ganz zu Ende gedacht. Warum? Also Blackout von wenigen Stunden, das sollte für euch überhaupt kein Problem sein. Blackout von einem Tag oder zwei sollte auch noch machbar werden. Dauert das Ganze länger, dann habt ihr ein Problem. Euer Kühlschrank wird innen warm oder die Gefriertruhe taut langsam ab. Und jetzt wäre doch ein Notstromaggregat sicherlich sinnvoll. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich mir weiter gedacht. Also ich brauche ein Notstromaggregat. Schön, kaufe ich mir eins. Erste Entscheidung, Diesel oder Benzin. Ja, da müsst ihr das Zeug erstmal einlagern. Ihr braucht also knisterweise Diesel und Benzin. Müsst ihr fragen, wie lange läuft denn mein Notstromaggregat und was kann ich damit überhaupt versorgen? Hat es 1 kW Dauerlast oder 2 kW? Ja, für die Gefriertruhe reicht's. Die hat ja nicht so viel. Aber jetzt hat keiner Strom rundherum. Und ihr betreibt nicht nur eure Gefriertruhe, sondern auch euer Lichtnetz, weil es ja so schön bequem am Schalter das Licht an- und auszumachen. Was passiert dann? Erstens sieht man, dass ihr als Einzige noch in der Straße Licht habt. Und dann hört man das scheiß Aggregat. Ihr könnt es gar nicht so schallisolieren, dass man es nicht hört. Und wo man ein Brummen hört und Licht sieht, da ist etwas zu holen, oder? Zumindest denke ich so. Die Frage ist doch, in einem Notfall, wenn der Strom wirklich weg ist, für, sagen wir mal, 14,5-3 Wochen, hoffen wir, dass es niemals so weit kommt, was brauche ich denn wirklich lebensnotwendig? Ich muss meine Kleingeräte versorgen können. Eine Taschenlampe, vielleicht mein Handy, einen Tablet-PC, die sind alle über USB ladbar. Da komme ich mit einer Solarzelle auch hin. Gut, jetzt sagt man, so wie heute, Himmel ist grau, da wird die Solarzelle auch nicht viel bringen. Ja, das stimmt. Da gibt es vielleicht sowas wie Kurbeldynamos, die noch eine Spannung liefern. Allerdings, ich werde nicht lange kurbeln wollen, um etwas aufzuladen. Ich sag's euch, ich habe es ausprobiert, da kann man schon ziemlich lange hinkurbeln. Es gibt Taschenlampen, die sind mit LEDs ausgestattet. Da kann man mit ein paar Drucke am wenigsten für 5-6 Minuten Licht rausholen. Das ist sinnvoll, würde ich auch machen. Muss es nicht unbedingt so viel an Energie sein. Meine Tante, die lebt mitten im Wald, die hatten lange Zeit keinen Strom und kein fließend Wasser. Die haben sich, die sind auch zurechtgekommen. Die sind vielleicht schon früher ins Bett gegangen und dafür früher aufgestanden. Aber ja, es ging auch ohne Strom. Wenn man genug Kerzen zu Hause hat, kann man sich auch noch das Licht machen, indem man eine Kerze anzündet, die man dann vielleicht noch so einen Abend, 1-2 Stunden überbrückt. Aber warum muss man dann unbedingt bis tief in die Nacht aufbleiben? Ich sehe das so. Ich plane bei einem Blackout nur das wirklich Lebensnotwendige in Betrieb zu halten. Und dazu gehört nicht unbedingt meine Klingelanlage, weil der Postbote vielleicht auch noch vorbeikommen könnte, wenn es stockdunkel ist in der ganzen Stadt. Dazu gehört aber auch nicht unbedingt die Spielekonsole und ein Fernseher, weil mir langweilig ist. Denkt mal selbst drüber nach, was ihr machen würdet. Vielleicht habt ihr auch schon eine Solaranlage auf dem Dach. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen Strom. Die meisten Anlagen sind allerdings nicht auf Inselbetrieb ausgelegt. Das heißt, ihr speist in Stromnetz ein. Und wenn ihr das nicht trennen könnt, habt ihr trotzdem nichts. Daher der Tipp, überdenkt mal, was ihr wirklich braucht, was ihr betreiben müsst. Vielleicht habt ihr einen überflüssigen Akku zu Hause oder zwei, die ihr schon mal immer schön geladen haltet. Ein Wechselrichter auf 220 Volt muss nicht die beste Sinusspannung sein, denn eure Gefriertruhe läuft auch mit einer Trapezspannung. Und dann ermittelt mal, es gibt so schöne Verbrauchsgeräte, die steckt in die Steckdose. Da kann man mal über 3-4 Tage lang die Gefriertruhe dran stecken und schauen, wie viel verbraucht die denn wirklich. Denn die läuft ja nicht ständig. Der Kompressor,
Der schaltet alle paar Stunden mal für 10 Minuten ein, um die nötigen Minusgrade zu erreichen. Und auch noch ein Tipp, wenn ihr die auf minus 18 stehen habt, super. Aber im Krisenfall tut es vielleicht auch minus 10. Ja gut, ganz einfache Rechnungen. Quellen kann man sich im Internet ziehen. Wie viel so ein Akku bringt und wie lange so ein Akku reicht, um so eine Kühltruhe, so eine Gefriertruhe am Laufen zu halten. Und dann kocht ihr natürlich dort bevorzugt die Sachen raus und nehmt nicht die Büchsennahrung, die ihr gehortet habt. Solltet ihr euch neu elektronisches Gerät anschaffen, dann schaut drauf, dass es möglichst auch ohne Netzspannung läuft. Entweder mit Batterien oder noch besser mit Akkus. Wenn sie mit Batterien laufen, dann legt euch ein paar Batterien auf Lager. Die werden sich mit der Zeit auch selbst entladen, ist ganz klar. Also verbindet die ruhig so, dass ihr die ältesten Packungen aufbraucht und das neue ersetzt. Auch da könnt ihr den Bedarf ermitteln. Was braucht ihr wirklich? Bei Medizinprodukten, das schaut schon schlechter aus, wenn ihr angewiesen seid auf ein Beatmungsgerät, das mit Strom läuft, 220 Volt, dann braucht ihr definitiv dafür eine Lösung. Also, entweder auch ein Akku mit einem Wandlauf 220 Volt, Autobatterie, sonstiges. Bei einem Blackout fällt ja auch noch die Waschmaschine aus und der Trockner. Ja, wollt ihr auch noch mit einem Strommarkt eure Waschmaschine betreiben? Na gut, wenn es bloß 3 Tage ausfällt, kein Thema, aber wenn der Strom mal eine Menge als eine Woche weg ist, türmt sich schon eine ganze Menge Wäsche an. Da empfiehlt es sich vielleicht mal ein altes Waschbrett zu kaufen. Die gibt es bei Amazon für 50 Euro und ihr könnt auch ohne Strom waschen. Langer Beitrag, kurzer Sinn. Der kurze Sinn ist, man hat jahrzehntelang auch ohne Strom gelebt und es ging. Und wenn ihr glaubt, ein Aggregat ist euch für Nutzen, dann kauft es. Bedenkt aber, ihr verbraucht eine Menge Diesel und eine Menge Benzin mit dem Aggregat. Vor allem, wenn ihr es 24 Stunden laufen lässt. Und das müsst ihr auch irgendwo lagern. Ich bin ja eher der minimalistische Typ. Wir haben eh die Vorräte mehr auf ein Kochen, ein Wecken umgestellt oder auf Trockenbauen. Und das bisschen, was wir in unseren 2 Gefrierschränken haben, das halte ich für eine Woche am Leben. Und in der Woche verbrauche ich daraus so viel wie geht. Und wenn es danach nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Im Winter habt ihr den Vorteil, ihr könnt die Sachen einfach vor die Tür legen. Ob die dann am nächsten Tag noch da sind, weiß ich nicht. Aber es ist eine Möglichkeit.